Einen wunderschönen guten Tag. Das Niveau ist wieder da. Ach, Ecke, weiter? Okay. Kann ich auch bitte. Ich dachte, ja. Red mal. Wir waren 10 Tage lang im Studio. Das war sehr fein und wir haben was wirklich Schönes produziert, wie wir finden. Oh ja, ganz viele schöne Lieder für das euch. Allerdings nicht wie geplant am 7. März erscheinen wird, sondern erst gegen Ende März. Da das Produzieren, also Pressen und Drucken und so weiter, alles noch ein bisschen mehr Zeit braucht, als wir gedacht haben. Tja, wie das immer so ist. Aber, wir haben natürlich etwas als Entschädigung für euch. Ja. Und zwar, Achtung, wir haben einen Special Guest auf der Platte, nämlich Krischi und Matze von Hasenscheiße. Die singen bei einem Lied fleißig mit. Wer sich deren CDs für eine Handvoll Köttel, das ist das Debütalbum, und Nummer 2, erschienen im letzten Sommer 2009 also, für ein paar Köttel mehr noch nicht gekauft hat, der möge diesen unverzeihlichen Lapsus bitte ausbügeln. Oh ja, zwei wunderbare Alben. Hasenscheiße.com eben jene CDs kaufen. Die Jungs sind ganz, ganz toll und wir freuen uns sehr, dass sie dabei sind. Ja, die verschönern ein Lied, machen ein Lied vollständig auf unserem Album. Ohne sie wäre das nur halb so schön geworden. Und das gesamte Album natürlich. Wo wir beim gesamten Album angelangt sind, es gibt immer wieder die Frage, kann man das vorbestellen? Ich bitte den wahren Ranarion zu Wort, wer diese Frage in eloquenter Form für euch beantworten kann. Ja, also ihr habt ja mal gefragt... Eloquenter noch als die Dame hier, dessen Buch ich gerade lese, was kaum vorstellbar ist. Wo man die CD herbekommen kann und so, das steht leider noch nicht ganz fest, denn wir sind zurzeit noch in Verhandlungen mit verschiedenen Vertrieben, die unsere CD vertreiben möchten oder auch eben nicht. Und da wird sich dann rausstellen, ob man das halt überall im üblichen Handel, sprich Amazon, Mediamarkt und so weiter, erwerben kann oder eben nicht. Das stellt sich raus, ob es dann auf meiner Homepage verkauft wird und im Handel oder nur auf meiner Homepage oder nur im Handel oder das wissen wir alles noch nicht genau. Da halten wir euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und was der Barde eben angesprochen hat, es wird eventuell noch dieses Wochenende, sonst allerspätestens im Laufe der nächsten Woche, einen Vorgeschmack auf die neue Hutgeldseite geben. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an den Herrn Stockschläder, der die für mich gerade komplett überarbeitet und richtig schön schick macht. Vielen Dank. Da wird es eine Vorseite geben, bevor ihr auf meine Homepage kommt, wo es einen Button geben wird, wo ihr die CD schon mal vorbestellen könnt. Natürlich total verbindlich und absolut zwanghaft müsst ihr dann die CD auch unbedingt kaufen, wenn ihr sie da vorbestellt. Denn sonst kommt Inkasso, wie heißt das? Moskau Inkasso. Moskau Inkasso zu euch. Genau. Ich glaube, wir sollten jetzt keine Werbung mit Moskau Inkasso machen, sonst kommen Nein. die nämlich zu uns. Oh und ja. Dann das ist blöd. Die sind nicht sehr Nein, gut. Es wird einen Vorbestellbutton geben. Hasenscheiße sind mit auf dem Album. Wir waren 10 Tage im Studio. Es dauert alles ein bisschen länger und so. Die kleine Zusammenfassung nochmal. Und Helene Hegemann ist keine Schriftstellerin. Und an dieser Stelle viel Spaß mit Impressionen aus unseren letzten 10 Studiotagen. Keine Schriftstellerin! So, erster Tag im Track Basement Studio bei unserem Meister Jörg. David gerade, unser traurigstes Lied aufgenommen von einem mysteriösen Mann mit einer Gitarre in der Hand. Schaut mal, so lange arbeiten wir schon. Wir haben heute Morgen um 10 Uhr angefangen und jetzt ist es schon dunkel draußen. Und wir sind eingesperrt hinter Gittern. So, heute haben wir uns den Konzertraum in der Uni gemietet, damit wir vernünftig den Flügel aufnehmen können. Zoomen wir mal raus. Alles klar. Da das ist schon. The definition of professionalism. Ja. Nein, das hier ist unser wunderbarer Konzertflügel. Das ist der wunderbare Jörg. Sag mal hallo Jörg. Hallo. Nein, du sollst hallo Jörg sagen. Hallo Jörg. So. Und da sitzt wieder jemand und übt ganz fleißig. Mit unserem kompliziertesten Song, den wir nämlich jetzt gerade da eingespielt haben. So, jetzt wird Geschichte geschrieben. Das Niveau spielt Rock'n'Roll, ey.
Studio Track Basement. Man sieht hier überall auf dem Boden die Gitarren verteilt. Wir haben uns breit gemacht. Die Mikrofone stehen bereit zum Aufnehmen. Und trotzdem kehr ich immer wieder. Ja. In der Taverne ein. Wo sollte ich sonst noch sein? Bei kaltem Bier und eingeschnürtem Mieder. Ein Säufer und ein Spieler, ein gemeiner Schwätzer. Ich bin ein dreckiger Hund, ein Lügner und ein Ketzer. Ich frag mich, warum ich noch Freunde habe. Achso, ich bin ja Bade. So, jetzt zeige ich euch mal, wie unser neuestes Lied klingt. Hier gehen wir ins Studio. Ja. So klingt jetzt der neueste Song von uns. Da sing ich dann drauf. Oh, Alter. Nein, Scherz. Hier ist das richtige Studio. Hallo Jörg. Hallo Sören. Ja. Auch daran wird noch fleißig gearbeitet von unseren kleinen afghanischen Hilfskräften. Nein, wir haben uns extra für zwei Lieder eine Pianistin eingeladen. Das sieht mal ganz schlecht aus. Wir können gerade gar nichts mehr aufnehmen. Deshalb müssen wir jetzt erstmal losgehen. Neues Bier kaufen! Unser namensgebendes Lied. Ja, kaum mal auf Start. Ah, hier schon mal was anspielen hier. Yeah. Man sieht, sieht wieder kompliziert die aus. Die Taverne, voll bis um das Dach. Dudelsacke, Dudel, nicht Musik, nein, eher Krach. Ja, aber wir können ja nicht alles verraten hier. Es wird eine Riesenüberraschung geben auf dem Album. Ich glaube, Sie können mich jetzt nicht hören, aber wir gehen mal rein. Wir sahen die beiden, die Seele ruhig vor uns, Karotte mampfen. Sie sprang auf unseren Tisch und nahm sich unsere Krampfen. Moment, jetzt die Teile hier, Mann, ey. Der Lumpe kann sich erkennen, ein Janne. Ganz schnell hier mit den Teilen. Und hast du hier, ne? Hasen geschlagen. Das ist Mauf, Leute. Richtig rocken, das geht so. Olle, 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 olle. Pass mal auf, richtig rocken, das geht so. Olle, 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 Hase, Scheiße, sind wieder da. Olle, olle, her mit deinem Bier. Hase, Scheiße, das sind wir. Das geht so. Olle, 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 Hase, Scheiße, sind wieder da. So, der Bade kocht. Man sieht es. Oh, 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 ich glaube, das können wir gar nicht aufnehmen. Mmh, lecker essen. Ja, das wird die Küche brennen. Tut sie aber nicht. Tag 7 im Studio. An das Klickgeräusch haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Wir sind beide unrasiert. Wir haben beide Augenringe. Aber die Gitarren und der Gesang für 13 Lieder sind im Kasten.